Habe ich mir eine Ergänzung angefangen? Im Handbuch steht, es ist der rote Draht. Den musst du also durchschneiden. Schneid ihn selbst, du! Ich gehe um die Ecke. Hast du dir schon in die Hose gemacht? Dann schau einen echten Mann zu. Na, wenn du ein echter Mann bist, warum zittern dann deine Hände? Hände bedeuten einen Scheißdreck. Das Wichtige ist, dass nichts zittert. Okay, ruhig. Ruhig. Der rote Draht. Der rote Draht. Na los! Hex mich nicht! Wie lange dauert das denn? Ich hab's fast. Angst, was? Hey! Als wenn jemand... Das ist die verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Scheiße, da muss ich wohl mal nachschauen. Oh, Mann. Werdet euch erst einmal klar darüber, was ihr wollt. Erst bestellt ihr eine Patrouille und dann erwartet ihr, dass ich hier rumsitze. Zweiter Posten, bitte kommen, zweiter Posten. Was zum Teufel soll ich... Zweiter Posten, Golia, wo zum Teufel bist du? Jawohl. Ivan, bleib. Hast du dich um diese Ratten gekümmert? Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache. Aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabteilung um sie kümmern? Ich spreche von echten Ratten mit Schwanz und allem. Die haben sich vermehrt wie verregt. Also, los und erledige das. Zack, zack. Jawohl. Au, ihr kleinen Biester. Jetzt kommt ihr aber mal zuletzt. Nein, Genosse Kommandant. Der Quartiermeister gibt mir nichts und unterzeichnet auch keine Papiere, sondern ich bin nicht schaffend.
Hey, was soll? Was zum Teufel macht ihr da? Wer patrouilliert denn auf dem Gelände? Ich alleine? Na los, an die andere Seite. Ja, sieht so aus, als ob da. Jawohl. Ivan, bleib. Hast du dich um diese Ratten gekümmert? Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache. Aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabteilung um sie kümmern? Ich spreche von echten Ratten. Wir haben sich vermehrt wie verregt. Also, los und erledige das. Zack, zack. Jawohl. Vergesst aber nicht, euch gegenseitig Deckung zu geben. Passt auf eure Ärzte auf. Das ist echt gruselig. Wir finden dich gleich. Was zum Teufel macht ihr da? Wer patrouilliert denn auf dem Gelände? Ich alleine? Na los, an die Arbeit. Ihr alle! Jawohl. Ivan, bleib. Hast du dich um diese Ratten gekümmert? Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache, aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabteilung um sie kümmern? Ich spreche mit echten Ratten mit Schwanzenadern. Die haben sich vermehrt wie verregt. Also, los und erledigen was. Zack, zack! Jawohl! Hast du die neue Waffe bekommen? Nein, Genosse Kommandant. Der Quartiermeister gibt mir nichts und unterzeichnet auch keine Papiere, solange du nicht da bist. Zur Hölle mit den Papieren! Sag ihm, wenn er nicht heute noch deine Waffe ersetzt, geht ihr beide in den Knast. In Ordnung. Ich habe den Befehl, euch allen ein paar Aufgaben zuzuteilen. Das hätte ich nicht erwartet. Was ist passiert, André? Der Bau ist in der heißen Phase. Und denen fehlen Leute, also setzen sie uns darauf an. Ich verstehe. Na dann, geh und gib den zwei Faulpelzen etwas zu tun. Jawohl. Und du such dir auch eine Beschäftigung. Also Leute, sieht so aus, als wären sie entschlossen, uns arbeiten zu lassen. Suchen wir uns schnell eine Beschäftigung. In Ordnung. Ich räume hier ein paar Kisten hin und her.
Klasse. Ich versuche hier auch beschäftigt auszusehen. Lass es gut aussehen. Dann halten wir sie uns vom Leib. Alles klar. Scheiße, der Schlafmangel macht dich bemessbar. Nicht wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung anhabe. Wie viel Zeit verbringe ich wohl täglich damit, so rumzustehen? Und jährlich. Ausgetrocknet an. Soll ich den Rest einfach trinken? Wer ist da? Scheiße. Entweder drehen meine Ohren durch oder da draußen ist jemand. Scheiße, der Schlafmangel macht sich bemerkbar.
Ich hab sie ins Krankenhaus. Merkt ihr das? Und das war das Einzige, was mir das Leben gerettet hat. Aber was zum Teufel ist passiert? Ja, weißt du denn nichts von der Brücke?